Jeder kennt sie, jeder liebt sie, die handgemachte Kaisersemmel. Und wie das mit dem Einschlagen funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für eine selbstgemachte Kaisersemmel brauchen wir nur ganz wenige Zutaten. Wir haben hier ein Weizenmehl, Salz, dann zur Bräunung und für den besseren Geschmack geben wir ein bisschen Honig dazu. Dann haben wir natürlich Butter, verleiht der Semmel ganz einen tollen Geschmack. Zucker ist wichtig, etwas frische Hefe und unbedingt ein temperiertes Wasser mit ca. 22 bis 23 Grad für die perfekte Kaisersemmel. Der Teig für unsere Kaisersemmeln ist nun fertig geknetet und jetzt kann man einen kleinen Test machen. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Mehl, nehme ein Stück Teig heraus, mache mir in der Hand drinnen eine kleine Kugel und jetzt wird der Teig mit den Fingern auseinandergezogen und jetzt versuche ich den zum Ziehen wie ein Strudelteig und da kann man dann eben genau erkennen, ob der Teig optimal geknetet ist oder nicht. Aber man sieht jetzt schon, genau so muss das ausschauen. Dann hat man wirklich ein perfektes Ergebnis. Jetzt darf der Teig 15 Minuten bei Raumtemperatur rasten, bevor wir dann mit der Aufarbeitung beginnen. Also die Teiglinge werden deswegen so genau abgewogen, damit wieder alle gleich schwer sind und speziell beim Backen dann auch alle Semmeln gleich lang im Backrohr drinnen sind. Wenn man dann die Teigstücke ausgewogen hat, beginnen wir mit dem Schleifen der Teiglinge und hierfür die Hand drauflegen, dann die ersten 2-3 Sekunden festdrücken. Dann mit dem Druck weggehen, die Finger etwas schließen und dann versuchen, den Teigling richtig schön rund zu schleifen. Ich versuche das wirklich ganz ohne Mehl zu machen. Und dann hat man nach ca. 7-8 Sekunden eine wunderschöne rundgeformte Teigkugel. Wenn ihr dann fertig seid mit dem Rundschleifen, nimmt man etwas Roggenmehl. Dann werden die Teiglinge relativ kräftig mit Roggenmehl bemehlt. Und dann kräftig zusammengezogen. Das macht man deswegen, damit die Teiglinge nicht zusammenkleben. Und das Roggenmehl braucht man dann später zum Einschlagen für die Kaisersemmel. Aber bis es soweit ist, dürfen die Teiglinge jetzt noch einmal 5 bis 10 Minuten kurz etwas rasten. Jetzt schaut mal, wie schön unser Teig bereits aufgegangen ist. Und jetzt beginnen wir mit dem Einschlagen von den Kaisersemmeln. Zuerst den Teigling mit den Fingern auseinanderdrücken und unbedingt kräftig in Roggenmehl wälzen. Und dieser Teigfladen sollte ungefähr gleich groß sein wie die Handfläche. Dann lege ich mir das Teigstück hin, nehme dann die linke Hand, dann lege ich den Daumen bis zur Mitte rein, oberes Teigstück über den Daumen drüber legen und dort, jetzt wo der Daumen zu Ende ist, muss ich jetzt mit der Hand einmal fest hineindrücken. Dann kommt der zweite Schlag. Wieder von außen in die Mitte einschlagen. Dann kommt der dritte Schlag. Wieder in die Mitte einschlagen. Vierter Schlag. Wieder in die Mitte einschlagen. Und am Schluss muss man dann seitlich noch schön hineindrücken und jetzt diesen überschüssigen Teig dort hineinstecken, wo der Daumen zu Beginn reingesteckt wurde. Dann den Daumen ganz hineinbohren, die Lasche drüber ziehen. Und fertig ist schon das erste Kaisersemmel. Ich habe jetzt hier ein Backblech vorbereitet. Da legen wir jetzt ein Leinentuch drauf. Das wird jetzt ganz leicht mit Roggenmehl ein bisschen noch bemehlt. Und jetzt ist wichtig, dass wir die Semmel verkehrt gehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten der Stern verschwinden würde. Und die Semmeln werden dann erst vorm Backen umgedreht. Dann decken wir die zu und jetzt dürfen sie bei Raumtemperatur aufgehen, bevor wir sie dann ins Backrohr hineinschieben. Wir werfen nun einen Blick auf unsere Kaisersemmeln und können natürlich beobachten, dass die schon richtig schön aufgegangen sind. Ich ziehe jetzt das ganze Leinentuch runter und jetzt die Semmeln ganz vorsichtig umdrehen und aufs Blech hinauflegen. Vor dem Backen werden die Semmeln jetzt noch kräftig mit Wasser besprüht. Das Wasser sorgt dafür, dass erstens einmal das Roggenmehl wieder verschwindet und in weiterer Folge auch, dass automatisch schon die Semmeln richtig schön feucht sind und dadurch eine schöne glänzende Kruste bekommen. Wichtig noch zu erwähnen, unbedingt beim Backen von den Semmeln ein Gefäß mit Wasser mit hineinstellen ins Backrohr, damit die Semmel schön aufgeht und einen schönen Glanz bekommt. So, seht euch an, wie die super gelungen sind und wirklich perfekt aussehen. Gutes Gelingen beim Nachbacken.